Hallo und willkommen zum nächsten Teil von der IP-Symcon-Reihe. Ja, zunächst einmal möchte ich mich bedanken beim Burkhard, denn der hat mir ein bisschen mit auf die Sprünge geholfen, wie ich so das ein oder andere konfigurieren kann. Und da wollen wir jetzt eigentlich in diesem Video sofort weitermachen. Ich möchte jetzt in diesem Video nochmal ein paar Objekte hinzufügen, sodass ich dann halt eine Struktur erstellen kann, wo ich die einzelnen Objekte halt soweit mit eingliedere, um diese dann ja zum einen natürlich schneller wiederzufinden, aber auch nachher, um die Konfiguration der Visualisierung ein bisschen einfacher zu machen. Und ja, wie gesagt, da geht es halt in diesem Video drum. Ich bin jetzt schon in der Oberfläche wieder von IP-Syncon und jetzt können wir einfach damit starten, einfach nochmal ein paar Objekte hinzuzufügen. Das Ganze mache ich einfach wieder hier über den Konfigurator und wähle mir dann hier den Homematic-Konfigurator soweit aus. Klicke auf OK, dann lädt er diesen und hier werden schon die ganzen Geräte wieder angezeigt. Möchte halt, wie gesagt, noch so ein paar Switche hinzufügen. Den ersten Kanal, den brauche ich nur. Das hatten wir in dem letzten Video auch schon soweit besprochen. Und ja, möchte halt jetzt noch ein paar soweit mit reinsetzen. So, und klicke jetzt hier den ersten einfach mal, klicke auf Erstellen, den zweiten auch. Irgendwie funktioniert das gerade anders nicht in der virtuellen Konsole hier. Das geht sicherlich auch, wenn ich sonst den Control nochmal festhalte, aber irgendwie will er das nicht. Setzen wir einfach ein paar einfach nochmal mit rüber. Und ja, ich würde sagen, so lasse ich das jetzt hier an dieser Stelle auch erstmal kurz, denn wir wollen diese dann ja auch nochmal konfigurieren. Gehen hier also kurz weiter. Und sehen dann auch schon, dass wir hier den ersten soweit auch mit drin haben. Aber ich denke, das ist einfacher nachher im Objektbaum. Schließe das hier also kurz und habe jetzt hier den Objektbaum mit meiner logischen Baumansicht und sehe dann hier, dass ich hier die einzelnen Switches soweit drin habe. Den ersten habe ich auch schon umbenannt hier, wie man sehen kann. Und ja, jetzt machen wir einfach beim nächsten Mal weiter. Dann öffne ich mir den kurz mal hier mit einem Doppelklick auf den Switch selber und kann mir jetzt hier kurz die Seriennummer kopieren. Wenn ich mir die hier kopiert habe, dann springe ich ganz schnell halt in die Homematic-Oberfläche. Ups, einmal zu viel geklickt. Und suche mir dann hier die Seriennummer raus, um dann halt zu wissen, okay, welches Gerät ist denn das überhaupt? Jetzt sehe ich hier halt, okay, das ist halt ein Außenlicht. Und sehe dann hier ebenfalls, dass der erste Kanal einfach für mein Licht am Eingang ist. Also springe ich jetzt wieder rüber und kann dann halt hier diesen umbenennen und sage dann halt draußen, weil er halt draußen ist, dieser Switch, also dieser Schalter, gehe halt Licht und sage hier Lichteingang. Und weil es ein Schalter ist, benenne ich das ebenfalls so und der erste Kanal, darum halt die 1 dann nochmal hinter. So hat sich das eigentlich sehr gut eingebürgert, wenn ich das richtig verstanden habe, in der IP-Syncon-Gemeinde, dass man halt so das perfekt benennen kann, um halt nachher keine Probleme zu haben. Also irgendwie ist eine Struktur sehr wichtig, die hier reinzusetzen und entsprechend klappt das so sehr gut. Den zweiten nehme ich auch nochmal kurz mit. Das heißt, ich kopiere mir hier wieder die Seriennummer, gehe dann wieder in die Homematic-Zentrale, suche mir die hier nochmal raus und weiß halt dann, okay, das ist ein Zwischenstecker und der Zwischenstecker, der ist bei mir im Wohnzimmer. So, springe wieder hier zurück, gehe in den Objektbaum und kann den dann hier umbenennen. Und das ist im Wohnzimmer Licht und dann halt ebenfalls der Zwischenstecker und der erste Kanal. Jetzt habe ich das ebenfalls hier schön soweit benannt und so würde ich halt alle möglichen Geräte mit übernehmen. In den Kommentaren zu dem letzten Video stand auch nochmal ein Skript drin, was halt das Ganze so ein bisschen abnimmt. Das heißt, ich habe ja mich ein bisschen darüber beschwert im letzten Video, dass halt hier die Räume und so weiter nicht mit übernommen werden. Und das ist schon schade. Aber wie gesagt, in den Kommentaren vom letzten Video, ich poste das einfach hier unten auch nochmal in der Beschreibung des Videos mit rein. Denn dort steht nochmal geschrieben, wie das Ganze halt soweit auch mit einem Skript ablaufen würde. Und mittels diesem Skript kann man halt alle Geräte soweit mit übernehmen. Nachteil ist natürlich, es wird alles übernommen. Das heißt, es werden auch Kanäle übernommen, die man vielleicht gar nicht braucht und gar nicht da haben will. Und das ist halt schon so ein kleiner Nachteil. Natürlich kann man diese halt immer wieder rauslöschen, geht natürlich dann auch, aber es ist halt auch Arbeit.
wahrscheinlich vielleicht sogar schneller als rauszulöschen als meine Methode jetzt hier mit dem ganzen Suchen. Okay, die anderen beiden Switche, die mache ich jetzt auch nochmal im Schnell. So, jetzt habe ich soweit alle möglichen Stecker hier mit eingebunden. Was ich jetzt möchte, ist, weil es halt ein ziemliches Durcheinander hier irgendwie noch ist, das Ganze ein bisschen mehr organisieren. Und dafür können wir uns verschiedene Kategorien erstellen. Kategorien sind halt so wie im Windows Explorer so Unterordner. Die können wir uns sehr einfach soweit erstellen. Wir klicken hier einfach mit der rechten Maustaste drauf, sagen halt hier Objekte hinzufügen, Kategorie hinzufügen. Und auch hier hat sich so ein bisschen eingebürgert, dass man das Ganze erstmal nach verschiedenen Herstellern soweit sortiert, beziehungsweise nach Systemen. Starten wir jetzt einfach mal mit Homematic. So, klicke hier auf OK und dann sehen wir, haben wir hier einen Unterordner erstellt. Ja, wenn ich jetzt hier schon bei bin, dann kann ich auch das H von Homematic nochmal kurz groß machen. So, na. So, jetzt haben wir hier den Unterordner drin und jetzt würde ich das Ganze in die einzelnen Räume soweit unterteilen. Das heißt, ich gehe wieder mit der rechten Maustaste darauf, Objekte hinzufügen und sage dann zum Beispiel Flur, Erdgeschoss. Trage das hier soweit ein, habe hier meinen Flur, Erdgeschoss und dann würde ich jetzt hier nochmal sagen Büro Stefan, also in meinem Büro. Und was haben wir hier noch? Wir haben hier noch den Hauswirtschaftsraum. Fügen das hier ebenfalls einmal mit ein und zusätzlich auch noch mal ein kurzes Wohnzimmer, so dass ich jetzt die einzelnen Räume hier soweit schon mal mit angelegt habe. Und was wir jetzt machen, ist, dass wir jetzt die einzelnen Geräte den Räumen soweit zuweisen. Ist auch ganz einfach. Das geht per Drag and Drop. Das heißt, ich würde jetzt einfach hier Büro Stefan, würde ich halt dem das Gerät soweit zuweisen. Draußen habe ich jetzt vergessen, das heißt, wir fügen das auch nochmal hier hinzu. So, und kann halt hier jetzt auch dementsprechend diesen halt hinzufügen. Dann im Flur im Erdgeschoss habe ich einen. Dann im Hauswirtschaftsraum, ne? Ebenfalls noch einen Raum und halt auch im Wohnzimmer. Auch das kann ich hier soweit einfach hinzufügen. Und schon habe ich meine Geräte soweit damit eingefügt. In den Geräten sieht man halt immer noch alle möglichen anderen Informationen, die halt hier soweit mit übertragen werden. Das heißt auch hier nochmal, ob es halt soweit working ist oder nicht, also ob es halt irgendwie, was der aktuelle Status ist. Und das ist halt hier ebenfalls nochmal drin in den Objekten. Was können wir jetzt soweit noch machen? Wir können uns einfach mal jetzt schon die Visualisierung angucken, wie sie jetzt zurzeit nochmal aussieht. Visualisierung wird auch in dem nächsten Video nochmal ganz genau soweit behandelt, wie man dort was einstellt und wie das Ganze dann soweit aussieht. Aber einfach nur zu gucken, wie die ganze Visualisierung jetzt ausschaut, öffne ich diese kurz. Wie gesagt, diese Visualisierung im Moment, die ist komplett selber erstellt. Das heißt, ich habe hier noch gar nichts gemacht eigentlich. Öffne das hier und sehe dann halt im IP-Syn kommt, dass hier die einzelnen Räume schon soweit mit drin sind und ich halt hier entsprechend auch die soweit die ganzen Geräte so auch schon drin habe und kann sie hier ebenfalls schon schalten. Das heißt halt hier draußen zum Beispiel kann ich jetzt hier einschalten und jetzt würde das Licht halt draußen an sein. Ist an, also würde nicht, sondern ist auch eingeschaltet. Ja, und so sieht die Visualisierung bis jetzt hier aus. Habe hier Homematic auch als Überbegriff soweit drin. Alles automatisch angelegt. Und so kann ich relativ schnell auch neue Geräte halt hinzufügen. Muss die halt entsprechend im Kategoriebaum nur soweit mit darstellen. Und dann ist es eigentlich alles soweit schon mal drin. Also von der Konfiguration her eigentlich, wenn ich überlege, dass eine Visualisierung da schon hinterhängt, doch relativ schnell. Das soll es jetzt erstmal gewesen sein. Wenn euch diese Videos gefallen, dann freue ich mich wie immer über einen Daumen hoch von euch. Einfach auch mal, um andere Systeme so ein bisschen kennenzulernen und wie die so konfiguriert sind. Und ja, ich finde es halt ganz interessant irgendwie. An dieser Stelle vielen Dank fürs Zuschauen, vielen Dank für die zahlreichen Kommentare beim letzten Video. Und ja, wie immer über einen Daumen hoch freue ich mich. Vielen Dank und bis dahin, bis zum nächsten Video. Ciao!